Stimmt's, Mama? Die Frauenküche ist so ein bisschen wie ein großes 3D-Puzzle. Stimmt, Eva. Jetzt, wo du sagst, da gibt's die hellen und die dunklen Steine, die sich so schön abwechseln und ganz lebendig wirken dadurch. Ja, und ich weiß sogar, wie viele Steine das sind. Oh, wie viele Steine sind's denn? Mehr als 8000, die aus dem Trümmerberg für den Wiederaufbau verwendet wurden. Und die hellen sind dann dazugekommen. Der Wiederaufbau, das war ein ganz großartiges Projekt. Ein Projekt, an dem ganz viele Menschen mitgemacht haben. Sie haben gespendet, sie haben verfolgt, wie die Kirche so langsam wächst, waren ganz emotional verbunden damit. Am Ende ist auch diese Spendenbereitschaft ja so ein bisschen wie ein Puzzle gewesen. Viele kleine und große Spenden, viele kleine und große Steine miteinander. Und in der Küche kann man sogar einen eigenen Stein bekommen. Ja, 458 Steine sind schon vergeben, aber wir haben noch ganz viele übrig. Und das ist ein ganz wunderbares Geschenk für die Kinder, für die Enkelkinder, für einen selber natürlich auch oder für die Eltern oder Großeltern. In jedem Fall ist es ein Geschenk, das bleibt, ein Geschenk, das verbindet und ein Geschenk, das uns, der gemeinnützigen Stiftung Frauenkirche Dresden, hilft. Gerade jetzt. Ganz herzlichen Dank.